Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder von der Sevastopol. Und wir haben ja letztes Mal live miterleben können, was denn hier so passieren kann und was denn dann passiert und wie sich das Ganze denn anfühlt, wenn man denn dann auf etwas wartet und feststellt, huch, so langsam wird's brenzlig. Tja, gucken wir mal, wie das Ganze sich dann jetzt noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall nicht gut, ne? Nee, nicht so richtig. So, braucht gerade ein bisschen. Ah, okay. Ja, wir sind ja hier gerade angekommen. Ja, wir hatten das da hinten gerufen. Ne, das weiß gar nicht, ob das schon da ist. Wir können hier eine Neuverkabelung machen. Wir sehen es hier, ne? Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich in begrenzte Stromversorgung, System auszuschalten, also ne, teilen sich eine begrenzte Stromversorgung, das heißt, es gibt zum Beispiel 4 Punkte und gibt auch viel mehr Sachen. Systeme auszuschalten, stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Logisch. So. Hier ist halt, ne, kann man sich die Karte angucken. So. Das heißt jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt nur diesen einen Bereich. Und hier könnte ich jetzt die Lautsprecher anmachen. Also ich sehe, wir haben Kapazität 1 von 2. Stromreserven haben aber gar keine. Instabiles System, was auch immer das sein mag. Ich könnte jetzt die Lautsprecher anstellen. Möchte ich aber nicht. Na, hier hinten ist alles dicht. Sehen wir schon. Ich könnte hier noch hochgucken. Auch wenn ich hier jetzt nicht weiterkomme. Sicherheitszugangsgenerator. Und wir sehen, hier ist ein Lift. Den kann ich nicht benutzen. Ja. Also das heißt, hier tut sich für uns aktuell nichts. Ja, hier kommen wir einfach noch nicht weiter. Deshalb bringt es auch gar nichts, dass man sagt, okay, wir können uns teilweise frei bewegen. Denn was bringt es einem, wenn man halt da nicht reinkommt? Richtig, von daher müssen wir uns erstmal hier dann drum kümmern und dann dem Plan folgen, den es hier gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, hier gibt es schon eine Kartenaktualisierung. Sehr schön. Jetzt haben wir auch hier die Karte. Ah, ja, wird schon ein bisschen mehr, ne? Mhm. So. Wir jetzt die größte Gefahr sind anfangs erstmal die ganzen anderen Überlebenden. Das ist natürlich klar, das wird mit der Zeit auch weniger, ne? Ja. So, gucken wir mal. Schön hell hier. Okay. Ach, gibt es hier auch den Schalter? Nee. Praktisch, was man da immer sieht, diesen rechten, also diesen grünen Punkt am Rahmen auf der rechten Seite jetzt hier von der Tür, ne? Das kann man betätigen. Muss man halt genau drauf zielen. Wenn man den betätigt, dann sperrt man die Tür für einen gewissen Moment. Ist schon ganz hilfreich. So, no Weapons. No, wir haben ja keine Waffe, also passiert auch nichts. In das Ding brauche ich nicht reinklettern, weil wir haben auch nichts, beziehungsweise möchte ich mich jetzt gar nicht verstecken. Ja, eine der schwierigen Stellen, ich zeig's mal kurz, ne, wenn ich da jetzt hingehe, Notfallüberbrückung, könnte ich es ausstellen. Fuck. So, schnell Sachen holen. Abspielen. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Okay. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurchgesehen. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Ich werde sobald ich kann. Der Schaltkreis dürfte kein Problem sein. Uh-oh. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. So, ich verstecke mich erstmal. Das kenne ich nämlich noch. So, klettern, genau. Achso,
Genau, so, wie sollten wir nach unten gehen? Achso, das geht nicht auf. Ah, doch, da geht's auf. Ja. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Kein Lagerraum. Ja, auch immer ganz gut, sich ein bisschen umzugucken, auch mal nach links und rechts zu schauen, was denn da noch überall so ist. Wir sehen, hier gibt es auch die Möglichkeit, später das noch aufzumachen. Also es gibt irgendwie ziemlich viele Bereiche, die man im Laufe des Spiels auch wieder vergisst, wo man mal war, wo man dann später hin könnte. War nicht ungewöhnlich. So, kurz gucken. Medkit. Brauche ich eigentlich nicht. Nee. Ich bräuchte eher was für eine Waffe. So, hochklettern. Licht lieber ausmachen. Vorsichtig gucken. Da war jemand, habt ihr gesehen, ne? Rettungsschiffe sind unterwegs, oder? Scheiße, Mann, ey. So ein Scheiß. Wem sagst du das, ey? Wem sagst du das? Fuck, ey, es kann nicht wahr sein, die sind alle bewaffnet, da habe ich gar keine Chance gegen. Scheiße. Was mache ich da jetzt? Abwarten und Tee trinken, ja? Ich könnte mit der Leuchtfackel ein bisschen spielen. Hoffen, dass ich es ablenken kann, das ginge vielleicht. Hier bin ich natürlich mega Zielscheibe, ne? Oh, Mist, ey. Ich dachte vorher schon, ich hasse Sieg. Ganz schön schrecklich, wie? Wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Okay, und wo geht der jetzt hin? Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Okay. Welcher Typ denn? Wo geht er jetzt hin? Nach da hinten, okay, meine Chance. Es dauert so lange, bis es hier gebootet ist, ey. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Ja, los, komm. Letzten Speicherstand hier. Übel. So. Das heißt nochmal, ich muss sagen, das war eine der ersten richtig, richtig schwierigen Stellen, an denen ich echt zu knabbern hatte. Jetzt weiß ich nicht. Genau, das muss ich wieder einsammeln. Wo man die Stelle immer wieder und wieder machen muss, das ist so nervig ein bisschen. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Okay, schnell das einsammeln. Ich kann mich an seinen Namen erinnern, der mit der Baseballmütze. Zugangsgenerator. Er hat etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Der Schaltkreis ist hin, hatte kein Problem sein. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde sobald ich kann zu dir kommen. Finden.
Schneller, schneller, schneller. So, gucken, vielleicht hilft mir das. Oh, fuck, ey. Ich bin so mega angeschmiert, Mann. Fuck, schnell, lauf. Rote Überbrückung. Ah, jetzt brauchen wir das mal. Schnell verstecken. Und hoffen, dass sie es nicht gesehen haben. Alter Schwede, einzige Chance, die wir hatten. Schade, ich wollte eigentlich gerne die Waffe mitnehmen, aber habt ihr gesehen, das ging nicht. Eieiei. So müssen wir nur ein bisschen warten. Ich hoffe ja nicht, dass die uns jetzt weiter verfolgen. Ha. Das sieht nicht so aus, ne? Könnte aber sein, dass die Überbrückung noch aktiv ist oder die leise hier lang schleichen, damit wir halt keinen Verdacht hegen. Puh. Schwierig. Ich geh mal raus. Hey. Ich glaube, sie ist nach unten. Na los! Ich gehe da nicht runter. Kommt nicht in Frage. Sie hat einen Hacker. Okay. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Das hört sich zumindest ganz gut an. Das heißt, die verfolgen mich nicht, okay? Dann bin ich damit schon mal sehr glücklich. Wie cool, ey. So sieht das also draußen aus. Hammerhart, ey. Jede Menge Trümmerteile. Und die sind jetzt weg? Ich sehe ja zumindest keinen. Okay, was haben wir da? Ich guck mal kurz hier runter. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Schönes. So. Irgendwelche tollen Einzelteile, Baupläne, irgendwas. Man darf hier noch hoffen, ne? Ist zumindest wieder ein Fahrstuhl. Aber der funktioniert wahrscheinlich wieder nicht. Wette ich drauf. Ja, sieht so aus. Oder? Sagt mir mein Programm irgendwo was? Nee. Datenzelle finden. Sieht mir jetzt nicht danach aus. Was war das? Was zur Hölle war das? So, neue Karte, okay. Ah, hier soll es sein. Okay. Ich speichere kurz. Das ist gar nicht gut. Sehr geil. Wird mir bloß nicht viel bringen. Okay. WTF, Mann. Lass mich in Ruhe. Bitte warten. Ach ja, man kann nicht immer nahtlos speichern. Das ist auch sowas, ne? Du kannst jetzt nicht gleich schon wieder speichern. Wo muss ich jetzt hin? Ach, Schlüsselkarte. Sehr gut.
Und jetzt? Ich würde eigentlich gerne speichern. Tja, dann halt nicht. Na super. Okay. Guck mal, wo wir hier reinkommen. Gerät unzureichend, na tolle Wurst. Wie soll ich das dann machen? Wir könnten höchstens gucken, ob wir hier rüber irgendwo hinkommen, hä? Oder geht das auf? Gucken wir mal. Ne, es reicht nicht aus. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Wenn ich hier nicht reinkomme? Was steht denn da? Durchsuchen den Tech Support nach einer neuen Datenzelle. Es ist immer noch da vorne, ne? Ach, da hinten der Bereich. Okay. Ja, doch, das macht Sinn. Aber praktisch da, wo ich nicht lang gehen wollte, eben weil da dieses gruselige Geräusch herkam. Da muss ich jetzt dann doch hin. Ist ja nur ein bisschen Blut, ne? Na, ist nicht viel. So, jetzt dürfen wir wieder speichern. Sehr schön. Machen wir dann auch gleich mal. Dann, nachdem wir jetzt die Waffe haben, wäre das schon ganz hilfreich, ne? Finde ich auch. So. Oh, oh. Das sind auch die einfachen Türen. Ach, schön. Gucken. Manchmal zeigt er einem ja was an, wie gesagt, aber hier ist das noch nicht der Fall. Das hast du cool gemacht, ey. Voll geil. Ich stehe da drauf. Dieses Pseudo-Fi-Hightech da hinten liegt, wer? Der sieht nicht fit aus. Okay, Schrott. Schöner, unangenehmer Piepton. Yeah, sehr geil. Was ist das? Also ich soll jetzt hier einfach nur durchsuchen, ne? Also das ist irgendein Archiv, okay. Hier kann ich wohl nicht rein. Da kann ich rein. Gut, ich gucke aber erstmal hier hinten hin. Kann ich das hier aufmachen? Ah, Gerät unzureichend. Oh Gott. Scheiße, Mann. Das sieht nicht gut aus, Alter. Echt nicht. Irgendwas war hier und hat ihn erst vor kurzem umgebracht. Warte, mir wird was angezeigt. Aha. Blendgranate, sehr schön. Deshalb immer gucken auf diesen Plänen, weil das sieht man teilweise gar nicht, ne? Das hätte man jetzt so gar nicht wahrgenommen. Oh, fuck. So, und das wollte ich zeigen. Man kann unter Tische und sowas runterkriechen und sich da verstecken. Und glaubt mir, das ist etwas, was man sehr lange und sehr oft tun muss und wird im Spiel, wenn man denn überleben will. Und das ist echt so, so mega gruselig. Du hängst dann da und... Ja. Kann man sich Schöneres vorstellen, ne? Der Flugschreiber. Aber ist weg. Ist leer, oder? Was sind die Daten? Nein. Scheiße. Okay. Nicht gut. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Was zur Hölle? Thank you.
gar nicht gut. Das ist sowas von gar nicht gut. Yes. Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. Und jetzt? Gucken, ob wir hinten noch was hier finden. Ne, sieht nicht danach aus, ne? Ne. Das ist gerade ein bisschen laut bei mir. Warte mal. Ach, so ist besser, ja. Schon das Gefühl, ob ich werde langsam taub hier. Na, schauen, ob das klappt. So, dann dürfen wir es hacken. Achso, kurze Erklärung: Mit dem rechten Stick muss man das gucken, wo das Signal ist. Mit dem linken Stick. Und mit dem rechten Stick muss man die Sachen auswählen. Für die Dechiffrierung. Das heißt, das wäre zum Beispiel das Teil. Das und das. Wir sehen, wir haben nur begrenzt Zeit dafür und 3 Versuche. So, ist erstmal erfolgreich gehackt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, kam es nicht irgendwas? So, ist manchmal gar nicht so einfach, muss ich sagen. Schlimm ist es sowieso in den Situationen, wo man total unter Druck gesetzt ist, kaum Zeit hat und man hört schon irgendwas und muss sich beeilen und dann soll man auch noch hacken. Mega, mega ätzend, kann ich nur sagen. Aber kommt man nicht dran vorbei. So, Schlüsselkarte, okay. Und ein Turmband, ah. An Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter vom Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Na, ja, gute Frage, ne? Ach, jetzt soll ich wieder zurück. Okay. Machen wir das mal. So, erstmal speichern. Wichtig, ne, würde ich sagen. Gerade nachdem wir so viele Sachen jetzt bekommen haben und alles, ist das dann doch ganz wichtig. Eieieiei. Und ich denke, an dieser Stelle soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir sehen uns ja eh morgen wieder, ne? Bis dahin, euer Mist.